Bist du taub? Da draußen ballert jemand alles zusammen. Ich sitze hier nicht rum und warte auf den Tod. Ich komme rein und ich ziehe jedem Einzelnen von euch die Haut ab. Komm schon, die gehen nirgendwo hin. Und wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Hörst du? Ich gehe mal spazieren. Aber ich komme wieder. Und dann seid ihr tot. Was zum Teufel war das?
Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey, von den Minutemen des Commonwealth. Nein, das ist es nicht. Minutemen? Reise ich jetzt etwa zurück in der Zeit? Die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Gott verdammt. Das war die Idee. Also habe ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Aber alles fiel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Wer sind diese Leute? Leute, die nach einem neuen Zuhause suchen. Einem Neuanfang. Ich bin seit Quincy bei ihnen. Lexington sah eine Zeit lang gut aus. Aber dann haben uns die Ghule vertrieben. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Nur ich, die Longs, Marcy und June. Und auf der Couch sitzt die alte Mama Murphy. Hey. Und das ist Sturges. Ghule? Was sind Ghule? Wow. Echt? Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Ghule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und leben lang. Aber es sind trotzdem Menschen. Nicht. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Naja, wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Dann lass mal hören. Sturges, sag sie... Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45-Power-Rüstung fürs Militär. Was macht diese Power-Rüstung so besonders? Ein internes Servosystem von Westech. In dem Schätzchen ist super das neue Normal. Du bist stärker, zäher, immun gegen Strahlung und mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Könnte funktionieren. Es wird funktionieren, wenn wir den Anzug reaktivieren können. Der hat keinen Saft, wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden, aber wir stecken fest. Also, wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK, einen Standardfusionskern, eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und wir wissen, wo man eine findet. Aber wir kommen nicht in das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Das kann so schwer nicht sein. Mal sehen, was ich tun kann. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück! Bingo. Vorsicht, Kind. Es kommt was. Na also.
und ich müssen dir nicht sagen, was für ein toller Vater du bist. Aber wir machen es trotzdem. Du bist nett und liebevoll. Und lustig, ja. Ganz genau. Und geduldig. So geduldig. Echte Engelsgeduld, wie meine Mutter immer gesagt hat. Jetzt mit Sean, wo wir alle zu Hause sind. Das war wirklich ein wundervolles Jahr. Aber ich weiß, dass unsere besten Zeiten noch vor uns liegen. Es wird sicher Veränderungen geben. Dinge, an die wir uns gewöhnen müssen. Du wirst wieder ein ganz normaler Zivilist. Und ich staube mal mein Jura-Diplom ab. Aber bei allem, was wir tun, ganz egal wie schwer es auch wird, wissen wir immer, dass wir es gemeinsam als Familie tun werden. Und jetzt sag auf Wiedersehen, Sean. Tschüss. Sag tschüss. Bis dann, Schatz. Wir lieben dich.